Ja, wunderschönen guten Abend, Lüdenheim. Also die ganze Seenotrettung ist unbedingt notwendig. Da sterben einfach jeden Tag Menschen auf dem Mittelmeer. Man muss einfach, finde ich, heutzutage Farbe bekennen. Man kann sich einfach nicht mehr raushalten. Und deswegen machen wir die Scheiße auch noch im hohen Alter. Stand ist, dass wir heute in zwei Rettungseinsätzen 78 Menschen vom Ertrinken retten konnten. Früher war es ja auch sogar so, dass man zusammen in der Search and Rescue Zone gerettet hat. Das ist ja momentan leider nicht möglich, weil viel zu wenige Schiffe da sind. Wir als Organisation können gerade nicht rausfahren, aber unser Support für die anderen Organisationen ist da. Deshalb haben wir uns hier mit Mission Lifeline und CI zusammengeschlossen, um gemeinsam die Seenotrettungsorganisationen zu präsentieren. Die Verbindung zu Lautstadt gegen Rechts ist auch gut, weil Lautstadt gegen Rechts eine Organisation ist, die sich hier in Deutschland gegen rechte Strukturen einsetzt. Und wir als Jugend rettet, die von rechten Strukturen innerhalb Italiens kriminalisiert werden, freuen uns sehr über den Support. Antifaschismus fängt meiner Meinung nach heute schon früher an, als das vielleicht vor 5 bis 10 Jahren noch der Fall war. Einfach aufgrund dessen, dass mittlerweile so an Dingen existiert, die als normal empfunden werden in der Gesellschaft. Libyen ist ein Bürgerkriegsland und somit kein sicherer Hafen. Rückführungen der Geretteten sind illegal. Dass Libyen kein sicherer Hafen ist, betont paradoxerweise auch die EU-Kommission. Sea-Watch und Sea-Eye sind in den letzten Monaten mehrfach Zeugen davon geworden, dass Menschen nach einer Bergung von Libyerinnen von Bord sprangen. Sie entschieden sich für den Tod, anstatt in die Hölle Libyen zurückgebracht zu werden. Was da tagtäglich passiert, dass Menschen ertrinken, dass Menschen wieder nach Libyen zurückgebracht werden, wo ihnen Folter, Versklavung und Ähnliches droht, was wir uns nicht ausmalen können als privilegierte Europäerin. Und das ist eigentlich so meine Hauptmotivation, da auch was entgegenzusetzen. Und dann natürlich auch unterstütze ich sehr gerne Mission Lifeline, weil sie eben auch aus Dresden kommen und ich selber in Sachsen geboren wurde. Und mir ist ein Herzanliegen, ist auch gerade gegen diesen ganzen Rechtsruck, diesen ganzen Rassismus, der sich jetzt wieder so aufbauscht, was entgegenzusetzen. Besonders in der heutigen Zeit muss man was gegen Nazis machen. Man muss immer was gegen Nazis machen, aber es wird ja immer schlimmer mit der Pest. Und da sind solche Sachen wie heute besonders gut und wichtig. Nicht zuletzt machen Hardliner wie Strache, Orban, Salvini und Co. Menschenhass wieder salonfähig. Salvinis rechte Antimigrationspolitik führte zu andauernden Behinderungen unserer Arbeit. Wir haben größten Respekt vor allen Leuten, die weiter sich gerade machen und weiter standhaft bleiben und die Menschenrechte verteidigen, egal wie sehr die Nazis auch versuchen, sie einzuschüchtern. Wir erhalten fast tagtäglich Morddrohungen oder solche unschönen Nachrichten, wo wir mittlerweile auch drüber lachen, aber man merkt auch, wie die Stimmung sich verändert. Und es baut uns immer wieder auf, diese Gespräche, die man an unseren Infoständen haben oder wenn Leute kommen, ey, es ist eine geile Arbeit, die ihr macht, das fängt uns immer wieder auf und da möchte ich einfach mal Danke sagen. Make traces, make traces afraid again. Make traces, make traces, make traces afraid again. Ich glaube, wir können uns alle auf die Fahnen schreiben, dass wir, weiß ich nicht, seitdem wir irgendwie Haare am Sack haben, sind wir antifaschistisch unterwegs. In Wort und Tat, in Musik und wenn es nur das richtige T-Shirt ist. Einen schönen guten Tag, was machen Sie denn hier? Ich dachte, es wäre Kompetenz gefragt. Wenn wir ein bisschen was dazu beitragen können, dass die Leute die Mucke geil finden und nicht irgendwie zu Störkraft oder sonst irgendeinem Scheiß rennen, sondern eben zu uns kommen, dann haben wir unser Ding getan. Ich denke, so erziehen wir unsere Kinder und vielleicht schaffen wir es auch, die anderen Leute zu uns zu ziehen, weil ich glaube, es ist
unglaublich wichtig, wie das Umfeld läuft und wie das Umfeld drauf ist. Ich glaube, dass es auch noch doch auch ein großes Potenzial an Menschen gibt, die denken, jetzt wäre noch alles erträglich. Aber wenn diese Menschen so lange warten, bis es unerträglich wird und dann anfangen, moralisch zu denken, ich denke, man sollte schlau genug sein, damit schon früher anzufangen. Und das ist in der heutigen Zeit bereits der Fall.